Gerold Tagwerker versteht sich als bildender Künstler. Es geht ihm um die Idee eines Bildes als visuelle Erscheinung im öffentlichen wie auch im Kunstraum. Für ihn hat das Bild gleichzeitig etwas Bildendes, etwas, das bewegt, das etwas auslöst. Die Art und das Medium der Umsetzung sind ihm nicht bedeutend. Im Fokus steht für ihn die Frage, wie er seine Idee und sein Ziel illustrieren kann. Kultur ist das, was entsteht. Kunst öffnet. Kultur ist das. Kultur haben wir, haben Sie, haben ich, weil wir uns mit etwas beschäftigen, hat wer anderer weniger, weil er sich mit nichts beschäftigt. Beziehungsweise der hat da andere Kultur, die dann auch mit unserer Kultur sich reibt. Wir erleben das ja gerade an zum Beispiel kulturellen Formen im Umgang zwischen Menschen. Angesichts anderer Kulturen, die einen anderen Umgang unter Menschen, mit Menschen haben. Und uns stoßt das ja oft genug auf und stört das. Es ist aber wieder ein Wesensmerkmal unserer Kultur, dass wir damit umgehen können. Und das zwar nicht unbedingt gut heißen, aber sagen, okay, das ist eine andere Kultur, das ist nicht unsere. Unsere Kultur versteht sich so. Und ich glaube, dass dieses Kulturverständnis, das eine Gesellschaft hat, das Ergebnis ist einer Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen, die nicht nur künstlerische sind, sondern auch philosophische, humanistische und in der Folge sicher auch religiöse. Wie ich Religion erfahren habe und sie immer noch erfahre, ist es so eine Art von Gegenwelt zur bestehenden Welt oder zu dem, was die Masse, die Dichte, den Mainstream der Welt ausmacht, ist Religion sowas wie ein alternatives Konzept dazu. Insofern könnte man Kunst als was Ähnliches verstehen, Kunst als etwas verstehen, das sich rausnimmt aus dem Bestand der Welt, der Gesellschaft, der Umstände und alternativ dazu was anbietet, was Distanziertes. Die Kirche war ja durch die Kunstgeschichte hindurch ein prägender Auftraggeber, beziehungsweise auch als Architektur dann der Ort, wo Kunst zur Präsentation kam oder zum Einsatz kam, müsste man eigentlich mehr sagen. Also die Kunstgeschichte schreibt sich ja doch über Jahrhunderte über den religiösen Kontext. Sei es jetzt, dass es als begleitendes Moment zur Architektur, aber auch als begleitendes Moment zur Aura, zur Ausstrahlung, zur Spiritualität des Raumes beigetragen hat. Insofern hat die Kirche Kunst verwendet, um ihre Ideen, ihre Visionen dem Menschen näher zu bringen. Also hat sie vielleicht als Illustration verwendet oder als Gestaltungsmodell, die Spiritualität der Kirche transportiert. Fritz Wotterbar ist ganz sicher eine wichtige Figur im Kontext der Skulptur. Wofür ich ihn besonders schätze, ist, dass er neben diesen klassischen skulpturalen Objekten Dinge gemacht hat, die Architektur wären, im Beispiel der Kirche, also ein Bauwerk, dass er quasi eine begehbare Skulptur ist, dass er Bühnenbilder gemacht hat. Und dass seine Dinge auch im öffentlichen Raum zu sehen sind. Ich glaube, dass in dem Moment, wo die Formen der Kunst zum Verschwinden kommen oder keine Bedeutung mehr haben, dass das auf Kosten der Kultur einer Gesellschaft geht. Dass eine Gesellschaft im Gedanken der Kultur quasi verarmt oder allalong dann auch verwahrlost. Weil ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit verschiedenen künstlerischen Formen, philosophischen Formen, Denkformen, Kultur bildet und dass das letztendlich auch die Qualität einer Gesellschaft ausmacht. Musik